Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. EA hat mal wieder was rausgehauen und zwar das Shapeshifter Cup Plus Pack. Wenn man 5 Shapeshifter Cup Spiele gewinnt, kriegt man hier einmal dieses Tauschtoken, ein Goldspieler Pack und ganz rechts seht ihr Shapeshifter Spieler Pack. Ist jetzt ein bisschen verbuggt, so ausgegraut, aber das ist einfach ein ganz normales Pack, wo ein garantierter Shapeshifter drin ist. Kann höchstwahrscheinlich was Schlechtes werden. Am allerwahrscheinlichsten dieser Felipe, der Brasilianer, den die ganze Welt schon gezogen hat. Aber kann natürlich auch ein Marcelo sein. Marcelo ist der Einzige, den ich unbedingt will. Schaut euch mal mein Team an. Da oben. Da, wo der Isco ist. Da muss Marcelo noch seinen Platz einnehmen. Dann ist das Team vollständig. Ansonsten würde ich noch einen Messi auf jeden Fall mitnehmen. Ronaldo wäre ein Bruch, weil ich habe ihn hier schon. Ja, Ramos natürlich auch ganz gut. Ja, wird aber eh nichts. Wird bestimmt ein Bad Pull. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Kanté wäre auch geil. Ja, was gibt's denn noch alles Geiles? Alphonso Davies. EA hängt mal wieder. Währenddessen rede ich mal ein bisschen. Alphonso Davies wäre ganz okay. Oh, Frank Ribéry. Frank Ribéry mit 5 Sterne. 5 Sterne wäre geil. Italienische Liga, schwer zu linken, weil ich habe eine italienische Liga nur auf der rechten Seite mit Cordoba. Ansonsten, wen gibt es noch? Also Ramos würde ich nehmen. Wenn ich Ramos kriege, müsste ich mir Kimpembe auf jeden Fall noch holen. Seine Shapeshifter-Karte für 27 Token, glaube ich. Aber dann müsste ich jetzt jedes einzelne andere Tauschtoken machen, was es gibt. Weil ich schon 23 ausgegeben habe für das Shapeshifter 95 Plus Pack. Und es gibt insgesamt 50 zu machen. Ansonsten gibt es noch. AB die Pelé. Ist halt Bundesliga, brauche ich nicht. Wen gibt es denn noch so auf Messi-Ronaldo-Niveau? Messi-Ronaldo, Ribéry, Kanté. Alphonso Davies, Marcelo natürlich, Ramos, Jack Grealish habe ich halt schon. Madison wäre nicht so cool. So, EA hat es endlich mal gerafft. Wamangituka würde ich sogar aus so einem Pack mitnehmen. Adama Traoré auch. Ja, wir öffnen erstmal hier das Premium Goldspieler Pack. 80 plus garantierter Spieler. Vielleicht kommt hier jetzt so ein Ginola. Es ist ein Brett. Innenverteidiger, vielleicht Piqué. Nee, Azpilicueta und Gabriel Jesus und Muniain. 3,83er, aber ich muss Muniain discarden. Ah, doch nicht. Ich habe ihn hier. Cool. Cool, cool, cool. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Pack, worauf alle gewartet haben. Das garantierte Shapeshifter-Spieler-Pack. Ach, aus Team 3 oder 4, dann kann es gar nicht Messi oder Ronaldo sein. Marcelo kann es auch nicht sein. Naja, dann halt nicht. Dann öffne ich es jetzt einfach mal. Es kann, glaube ich, gar nichts kommen, was mich... Oder? Nee. Nein. 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 Nein, 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 nein. Leute, ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon, Antrade. Oh mein Gott. Warum ziehe ich ausgerechnet ihn? Warum ziehe ich ausgerechnet ihn? Ja, ich muss ihn discarden. Tschüss. Nee, Spaß. Ich packe ihn in den SBC. Oh mein Gott, aber in, was mache ich denn? Ich habe... Warum kriege ich den zweimal? Das ist so ein Fullbruch. Also da hätte ich lieber Ronaldo. Ey, Mann, Alter. Ja, Leute, das war's mal wieder komplett. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like nach, einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne meinen Kanal. Ich sag's immer wieder, 97% der Leute, die sich meine Videos ansehen, haben nicht meinen Kanal abonniert. Frech. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, abonniert, dann seht ihr weitere solche Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Mixic öffnet seine Packs und wird gebrochen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao.